Was geht und willkommen zurück zu einem weiteren Indie-Horror-Game, Nightmaniac heute mal. Ja, ein Spiel, bei dem wir einen Metzgerei-Leiter oder Chef spielen. Es steht hier schon, Attention, diese Version ist eine Demo. Wir spielen hier nur Chapter 1 und in der finalen Version werden sich viele Dinge noch ändern. 3D-Modelle unter anderem auch. Wann das Game rauskommt, keine Ahnung, es ist wie gesagt nur eine Demo. Ob das Game überhaupt rauskommt, das wissen wir nicht. Bei solchen Indie-Titeln ist das immer so eine Sache. Aber ich würde sagen, wir labern nicht weiter drum rum und drücken einfach mal auf Play und schauen, was uns in diesem Spiel erwartet. Noxus Games Studio Presents. Das ist auch sehr Retro-Look und 80er angehaucht. So im ersten Eindruck, den ich jetzt habe. Geile Mucke. Prolog. So, okay. Controls. Linksklick zum Interacten, rechtsklick zum Zoomen, Shift zum Rennen, Space zum Skippen, Tab, um die Ziele sich anzuschauen und E, um aus dem Versteck rauszukommen. Okay, das heißt, wir müssen uns in diesem Spiel auch verstecken, was ich jetzt nicht so geil finde. So, Butcher Shop, das ist der Metzgereiladen. Oh, wir haben sogar eine Ausdauer. Guck mal, 1% hier unten. Krasse Geschichte. Also ich glaube, wir werden in diesem Spiel sehr viel verstecken und wegrennen müssen. So, Wanted. Steven Watson. Caution. Steven Watson. Alter. Steven Watson. People thought Steven Watson was crazy. Also viele dachten, Steven Watson war verrückt. Weil er bla bla bla. Okay, call him crazy. Das ist, glaube ich, der Ex-Mitarbeiter von uns, der ein Mörder ist. Die Polizisten wollten ihn ins Gefängnis stecken, aber er hat sich geweigert und was machen wir denn? Wir haben Objectives, das gucken wir uns mit Tab an. Objectives. Talk to David. Okay, wer ist David? Trashcan. So, wo ist David? Wahrscheinlich. Das ist David. Hey John, du weißt, du bist eine Stunde zu früh, richtig? Ja, richtig. Ich habe die Zeit nicht gesehen. Ich dachte, ich komme zur rechten Zeit. Okay. Oh, Alter, was ist das für ein Sound, ey. Halleluja. Okay. Alright, das ist gut für mich, because ich werde früher gehen, David. Okay. Okay, ich hau ab, wenn du jetzt bei der Arbeit bist. Oder, ne, weil du gerade, da du jetzt bei der Arbeit so früh da bist. Könntest du die Metzgerei, den Shop für mich sauber machen? Ja, natürlich. Ja, ich bin mir jetzt gut, man kennt's. Einem ist langweilig auf der Arbeit, dann macht man auch einfach sauber. Ne, macht man immer. Hast du Pläne für heute Abend? David sagt, ja. Was für Pläne? Schlafen. Ja, das ist ein guter Plan. Also, ich wusste, dass du das sagen würdest. Na gut, ja, ich wünsche dir einen guten Arbeitstag. Ich hau ab. Danke, ich sehe dich, David, später. Bis dann. Ciao, ciao. Hau rein. Gut, wir sollen den Shop sauber machen. Anscheinend mit dem Teil hier. Ja. Müssen wir hier einfach... Alter, das dauert ja ewig. Weißt du, der stand da die ganze Zeit hinter der Theke. Hätte auch ein bisschen sauber machen können, der David. So, das war's, oder? So. Customer, okay, wir sollen nach Kunden schauen, die hier rein. Also es ist, wie spät ist denn das? Das ist ja, okay, da kommt der erste Kunde. Es ist doch mitten in der Nacht. Also so sieht es auf jeden Fall aus. Oder es ist halt Winter. Also hat eine Metzgerei nicht eigentlich immer
Früher Schluss? Na gut. So, was will der Kollege hier haben? Oh, der guckt aber grimmig. Guten Abend, Sir. Ich möchte Chuck Beef. Rind auf jeden Fall. Gut, müssen wir ihn das jetzt rausbringen? Hier ist Ham. Put meat on the shelf. Okay. Put meat. Ich will nichts putten. Wo ist das Beef? Chicken Po. Ah, hier, Chuck Beef. Aha, hier, bitteschön. Good night, Sir. I have the Chuck Beef. Ja, hier, Chuck Beef. Hä? Das ist doch Chuck. Oh, da müssen wir es irgendwie. Ah, okay, wir mussten das erstmal einpacken in so einer Folie. Nun gut, dann haben wir einmal Chuck Beef verkauft. Oh ja, das sieht sehr idyllisch aus. So, da kommt der nächste. Dann warten wir einfach mal hinter der Theke. Mal gucken, was er jetzt möchte. Hier ist Chuck Beef, Pork und Chicken. Mehr haben wir nicht im Angebot. Oh, hier ist noch Ham. Okay. Das Ham ist aber schon abgepackt. Das ist, fertiges. So, der guckt auch ziemlich. Ja, gut, der guckt ein bisschen freundlicher. Er möchte Chicken. Chicken war hier. Bitteschön. Nächster, bitte. Dass die auch immer alle so lange brauchen, ne, bis die kommen, die Kunden. Können wir auch raus? Nein, wir können auf jeden Fall nicht raus. Und da draußen läuft auf jeden Fall noch, wie ist der, Steven Watson rum. Das ist, glaube ich, der Ex-Mitarbeiter hier aus dem Shop. Oder ist das der Chef von der Metzgerei gewesen? Der Mörder? Auf jeden Fall ist das ein Mörder gewesen. Hier kommen wir nicht rein, ne? Alter, was ist das denn? Holy moly, okay. Okay, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Aha, okay, wir haben schon mal was zum Verstecken gefunden. Das ist sehr gut. Trashbag, okay. Nein, oh, wir können das nicht ablegen, verdammt. Ach Junge, throw the trash away. Ah, okay, wir müssen es erstmal. Sag nicht, dass wir jetzt jedes Mal, wenn wir durch die Tür. Ah, hier. Oh Mann, okay. Ja. Da müssen wir jetzt jeden einzelnen Sack einzeln schleppen, oder was? Jeden einzelnen Sack einzeln schleppen. Auch nicht schlecht. So, der ist away. Was haben wir hier? Einmal kurz inspizieren. Hier ist eine Powerbox. Das heißt, der Killer, der hier zu 100% noch kommen wird, wird wahrscheinlich den Strom kappen. Das heißt, wir müssen hier raus, die Powerbox wieder anstellen. Es ist logisch, die Powerbox ist draußen, mitten im Regen, ne? Weil wenn es regnet, dann braucht die Powerbox auch ein bisschen Wasser. Das ist logisch, dass sie draußen ist. So, get back to work. Okay, machen wir doch gerne. Okay, wir sollen wieder auf Customer warten. Wahrscheinlich wird ein Ziel noch sein, hier das Fleisch in die Regale zu packen. Holy moly! Vandalismus? Hat da jemand einen Stein reingeworfen? Was? Alter, warum gehen wir da auch raus? Ja, Polizei bitte. Nein, hier, ey, bei mir. Alter Schwede, okay. Einfach mal. Können wir den Stein. Müssen wir das hier aufwischen vielleicht? Wir haben keine Ziele mehr. Eine Stunde später. Chuck Beef. Okay, was müssen wir jetzt machen? Take the meat delivery and put it in the freezer. Okay. Die Fleischlieferung? Ah, hier, okay. Der Freezer ist wahrscheinlich hier.
Hier. Jawohl. Nächstes Ziel bitte. Open the meat bag and take out the pork meat. Mensch, das sind ja Mechaniken vom Feinsten hier. Okay, was sollen wir jetzt damit machen? Put the pork in the pork stock. Okay. So, ist das hier? Put meat on the shelf? Nein, hier, ne? In dem Pork. Pork, 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 Pork. Ja. Respect Commodus. Customers. Okay, jetzt sollen wir wieder warten. Und hier so ein bisschen aufräumen können wir auch nicht, ne? Ah, doch, können wir aufräumen? Jawohl. Wir wollen es ja ein bisschen sauber haben für die die Kunden. Nicht, wenn sie sich hier schneiden an dem Glas. Könnte teuer werden, Versicherung und so. Gerade in Amerika. Katastrophe. Kannst deinen Laden gleich dicht machen. Ach, der will nur eine Cola. Da würde ich auch in Metzgereiladen gehen. Will er auch was anderes, oder? Hallo, you are brave doing this house. Was? Ach, du bist, was heißt brave nochmal? Mutig, ne, glaube ich. In diesen Stunden zu arbeiten mit einem Killer, der auf der Flucht ist. Ah, und gib mir ein bisschen Pork, bitte. Der macht mir aber Angst. So, bitteschön. Haben wir ein neues Ziel? Immer noch auf Kunden warten, okay. Erinnert stellenweise ein bisschen an Poop Killer, ne? An Teil 1, wo wir im VHS-Shop waren und Tapes verliehen haben. Hier verkaufen wir halt Fleisch. Und warten eigentlich nur darauf, dass der Killer kommt. So wie wir beim Poop Killer drauf gewartet haben, dass der Poop Killer kommt. Ähnlich, aber nicht derselbe Entwickler. Ich hab's gewusst. Was habe ich vorhin gesagt? Das heißt, der Killer, der hier zu 100% noch kommen wird, wird wahrscheinlich den Strom kappen. Das heißt, wir müssen hier raus, die Powerbox wieder anstellen. Ich hab's gewusst. Turn on the power at the Powerbox. Und wir wissen, wo die Powerbox ist. Das haben wir ja bereits gesehen. Put the hams in the stock. Okay. Jetzt müssen wir die hams in the stocks packen. Auf dem Tisch. Hier ist doch das Ham. Aber. Hä? Ach so. Hier rein, oder was? Mache ich das richtig, oder? Da ist doch nichts mehr drin, ne? Vielleicht hier auch. Ah, okay, das war richtig. Holy moly. Ich habe es nicht richtig gesehen. Ich konnte nur einen Teil sehen. Das war auf jeden Fall der Butcher Killer oder Butcher. Ich habe leicht Haut von Gans. Oh! Was? Find a place to hide. Ich weiß wo. Ich habe schon alles inspiziert. Holy moly. Hide. Ich weiß nicht, wann ich rausgehen soll. Kommt der hier vielleicht noch vor mir? Puh. Der da in der Hand. Ein Hammer. Ja, das ist aber ein kleiner Hammer. Ist doch ein Hammer, ne? Ja. Weil wie der geht. Einfach der Glöckner von Notre Dame. Ja, ich. Okay, die Musik ist weg. Wir haben Türen gehört. Ich glaube, wir können raus. Ich denke, jetzt ist es sicher, ne?
to the back of the butchers. Ist nicht das hier der back of the butchers? Ja, ne? Aber da kommen wir nicht raus. Oh, ich vermute, ich weiß, wer das ist. Ist das David eventuell? Seek help. Ja, wie denn? Wahrscheinlich... Kann ich den Trash hier nicht erstmal wegschmeißen? Das ist doch Trash. Geil, gefällt mir bis jetzt. Oh, ich will da nicht rein. Können wir wegfahren? Nein. Ah, hier in der Telefon. Wir haben schon alles im Voraus gecheckt, wo was ist. Telefonzelle, Schrank, wo man sich verstecken kann, Powerbox. Bevor die Ziele überhaupt angezeigt worden sind. Okay, kein Empfang. Holy, Alter, wie kommt der da auf einmal hin? Go back to a safer place. Okay, wo ist bitte schon ein sicherer Platz? Hier wahrscheinlich nicht, oder? Oh, Mamma mia. Alter, war das geil. Thanks for playing the demo. Ich hoffe, es kommt noch was davon. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das war schon irgendwie wie so ein Full Game. Aber, also Indie Full Game. Hat Spaß gemacht. War mega geil. Also Noxus Game Studio, Respekt. Danke für das Game. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr mehr sowas von solchen Spielen sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.